Neu. Spendenbescheinigung möglich. Wir haben eine Neuigkeit für euch. Für Spenden sind Spendenbescheinigungen möglich. Für Spenden können wir ab jetzt Spendenbescheinigungen für das in Klammern deutsche Finanzamt ausstellen. Die Zahlungen müssen dann aber auf ein anderes Bankkonto bzw. einen anderen PayPal-Account von uns eingehen. Frag Jesus bitte auch dazu, ob du unsere Arbeit finanziell unterstützen sollst, als Spende oder als Schenkung. Um diesen Dienst vollzeitig machen zu können, sind wir auf Spenden bzw. Schenkungen angewiesen. Erklärung zur Gemeinnützigkeit. Die Spenden gehen organisatorisch sozusagen in einen gesonderten Topf. Deshalb auch die gesonderten eigenen Spendenkonten, also die Bankverbindung und PayPal. Die Spenden werden nur für die gemeinnützigen Zwecke eingesetzt. Der Schwerpunkt dabei ist die Erntearbeit, also missionarisch-evangelistische Tätigkeiten, Seelenrettung und dann die Zurüstung der Christen, damit natürlich auch Geistesgaben, Nachfolge, Jüngerschaft. Wenn du also für deine zukünftige Spende an uns eine Spendenbescheinigung brauchst, dann schreib uns bitte vor deiner Zuwendung. Wir lassen dir dann die neue bzw. andere Bankverbindung und PayPal und weitere Hinweise zukommen. Nutze dafür bitte folgende E-Mail-Adresse supporters, dann das @ prophetenschule.eu. Wiederhole supporters, also Englisch für Unterstützer, @prophetenschule.eu und die EU-Endung beachten. Diese E-Mail-Adresse haben wir nur für diesen Zweck eingerichtet. Bitte dafür verwenden und auch die Hinweise auf der Kontaktunterseite beachten. Wenn es für dich nicht wichtig ist, eine Spendenbescheinigung zu bekommen, dann kannst du auch alternativ Schenkungen machen, also wie bisher, an die bisherige Bankverbindung bzw. bisherige PayPal oder über unser Online-Formular. Dann kannst du aber deine Zuwendung nicht von der Steuer absetzen. Du hast noch zwei Links, deine Unterstützung für unsere Erntearbeit, wo wir auch ein bisschen beschrieben haben, was wir damit anfangen, warum wir auch Unterstützung brauchen. Und dann unterstützen und dann die Unterseite unterstützen, weitere Arten uns unterstützen. So, das war's. Danke, sei gesegnet und wir bedanken uns bei euch für die Unterstützung.